Ey, der arme Laser-Luca, Mann. Die ist jetzt durchgehend auf Dates in der Öffentlichkeit. Also nichts gegen sie, aber stellt euch mal vor, ihr habt eine Beziehung. Die Beziehung wird nichts. Und dann ist euer Ex-Partner einfach die ganze Zeit im Internet zu sehen, wie er so Dates macht. So durchgehend. Und schreiben mit anderen Frauen. Vor allem, wer ist er? Ihn kenne ich auch irgendwo. Hat er auch mal ein Date gemacht? Ist, glaube ich, ein ganz komischer auch, oder? Oh mein Gott. Nein, müssen wir einen anderen schreiben. Bleibst du ein Botsch mal nach vorne? Nein. Herzlich willkommen zu Date of Fake. Oder was passiert da? Fake. Hier treffen zwei fremde Personen aufeinander und lernen sich näher kennen. Das Ganze wird mit einem zauberhaften Essen von Zeddo persönlich begleitet. Im Spiel um die Silbermünzen zeigt sich schnell der wahre Charakter vieler Teilnehmer, der im Anschluss bei der Entscheidung auch schon getestet wird. Wählen Sie heute die Liebe oder das große Geld. Hi, was geht ab? Was geht ab? Ich bin Kelvin, ich bin 32 Jahre. Der Bruder dreht Intro auf Tischtennisplatte. Bruder, was ist das für ein Outfit? Guck mal, Chat, bei solchen Charakteren denke ich mir irgendwie immer, meint er das ernst? Also findet er das gerade ehrlich fresh, wie er aussieht? Oder ist das einfach, dass er das so als Show macht? So, er will einfach lustig aussehen oder halt so zu seinem Charakter. Ich check es nicht ganz, weil, Bruder, für mich ist das alles andere als fresh, wirklich. Ohne jetzt irgendwie das als Front direkt zu meinen. Das gibt mir so Schüler-VZ-Vibes. Wisst ihr, wie ich meine? Daral, ich komme aus Aachen und man kennt mich ja eher aus der Reality-Welt, ne? Ich gucke so ein bisschen, dass ich in meiner Freizeit mittlerweile alles ein bisschen ruhiger gestalte, ne? Und nicht mehr so oft in meiner Freizeit auch noch Party machen gehen, weil das mache ich ja schon jedes Wochenende, weißt du, in den Clubs, wenn ich da Bookings habe und so. Ey, oder welcher Club auch immer ihn bookt, damit er da auch im Club abgeht, Kontrolle verloren. Ich bin bei euch einfach, weil ich dachte, cooles Projekt, mal was Aufregendes, was Neues. Ich bin ja Kann sein, ich komme in den Club, tanzt da auf der Tanzfläche. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich wieder direkt nach Hause gehe. Single auch so, ne? Und bin da immer auch offen, wen kennenzulernen. Ich könnte mir vorstellen, aktuell auf was Festes mal einzugehen, ne? Ich war jetzt echt lange Single, so, ne? Ich habe mir auch die Hörner sowas von abgestoßen. Ey, du, ich sag wie, immer... Wie, Bruder, wie eklig! Ich habe mir die Hörner sowas von abgestoßen. Ne? Sag niemals nie. Klar kann es sein, dass ich mich heute verliebe. So. Ich glaube, ich brauche eine Frau mit Temperament. Auf jeden Fall. Ich brauche eine mit Feuer. Ich brauche eine, die weiß, was abgeht. Ich bin Peyton, ich... Okay. Wofür ist Peyton eigentlich so noch bekannt? Also ich kenne sie jetzt als Laser Lukas Ex-Freundin, aber hat sie auch selber davor so andere Sachen gemacht? Oder hat sie einfach nur... Oder kennt man sie einfach so Instagram, dieses einfach Instagram-Mod, also diese, okay, wisst ihr, diese Instagram-Mädels. Bro, er ist 8 Jahre älter. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Aber ich meine... 32 und 24 geht noch irgendwo. Wisst ihr, was ich meine? 32 oder so, 34 und 17 wäre zum Beispiel krass. Das wird zum Beispiel meiner Meinung nach nicht gehen. 8 Jahre ist schon krass, ja. Ich habe aber schon Schlimmeres mitbekommen. Sie ist TikTokerin. Ach, also so standardmäßig. Sie hat so jetzt nicht irgendwie irgendwo mitgemacht oder so, woher man sie jetzt safe campt. Ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Mannheim. Ich bin hauptberuflich Influencerin. Ja, also das Ding ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auf der Suche nach einem Partner bin. Ich bin immer so, hoffe immer, dass wenn ich meinen zukünftigen Partner finde, dass irgendwie sowas Unerwartetes, Spontanes ist, wo ich vielleicht jetzt gar nicht mit gerechnet habe. Mein Partner sollte auf jeden Fall loyal sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wenn er aussehen würde wie Chris Brown, würde ich ihn nehmen. Das ist irgendwie nicht dasselbe, oder? Sie muss ihren Geschmack geändert haben, Chat. Außerdem, ich finde Laser Luca sieht besser aus als Chris Brown. Wir haben heute ein super spannendes Date am Start, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt hier neben mir. Natürlich bestimmen wir wie immer. Ah, die sehen sich auch nicht. Also wirklich ein Blind Date. Silberpreis? Der Silberpreis. Bevor das Date losgeht, dürfen beide Teilnehmer am Rad drehen, um so ihren persönlichen Silberpreis zu bestimmen. Im Laufe des Dates werden sie die Silbermünzen verdienen. Silberpreis. Als würde man sich so gegenseitig kaufen, Chat, so Goldpreis. Können. Entscheiden Sie sich gegen ein zweites Date mit der anderen Person, können Sie den Wert Ihrer Münzen in Euro mit nach Hause nehmen. Einmal festdrehen. Okay, wir wissen Bescheid. Der Herr darf einmal. Ja. 5 Euro. Sie ist 5 Euro wert, oder was?
Beide sind 5 Euro wert. Okay, okay, okay. Die Kerzen brennen. Warte mal, beide sind jetzt 5 Euro wert? Bruder, krass, ja? Heftig. Liebe Freunde, das Date kann sofort beginnen. Ich würde sagen, ich verpiesel mich in die Küche. Ich bin einfach so, wie ich bin und entweder ist sie überzeugt oder nicht, weißt du? Nee, ich hatte auf jeden Fall noch nie ein Blind Date. Ich bin mal gespannt, wie das wird, weil ich weiß ja nicht, wer da mir gleich gegenüber sitzt. Hi. Hä? Ach lol, ich dachte, sie haben jetzt die ganze Zeit die Binde auf. Hallo. Wie geht's? Gut, Daniel. Calvin, hi. Peyton, hallo. Wie heißt du? Peyton. Peyton? Mhm. Ist das Englisch? Ja. Ach so, okay. Ja, was geht? Woher kommst du? Aus Mannheim. Du? Aus Mannheim. Mhm. Bruder, warum hat er denn sein Hemd so weit auf? Als ob irgendeine Frau da draußen das feiert. Okay, Hemd so ein bisschen auf, so. Na, der Mann hat ja auch eine stabile Brust, so, ne? Aber Bruder, da fehlt ja nur noch ein Knopf, um den Bauchnabel zu zeigen. Mhm. Ich komme aus Aachen, ist gar nicht so weit weg von Köln. Wie weit ist das weg von hier? Eine Stunde. Ja, okay, das geht. Dann bist du gefahren? So anderthalb. Ja? Ja. Und du warst mir jetzt kein Begriff oder so, bist du bekannt wahrscheinlich, ne? Ich mach ein bisschen Social Media. Was denn so? So Instagram, TikTok. Ja? Ich habe einen Podcast und YouTube. Okay. Ja, so was, alles. Was machst du? Sie macht doch YouTube? Okay, das wusste ich nicht. Ein Podcast? Ich habe einen Podcast mit meiner Schwester Miguel, zusammen. Danke für den vierten. Wir machen so Girl-Stories mäßig. Okay. Ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Küche. Heute wird es käsig, denn wir haben heute einige verschiedene französische Käsesorten am Start. Wie ihr wahrscheinlich hier sehen könnt, liebe Freunde, ich kann euch mal ein, zwei Sorten vorlesen. Hier haben wir den Bro, jetzt Comte kriege ich Reserve auch Hunger, Chat. Dann haben wir hier den Saint-Nicaire Fermière, 6 Monate gereift, Auvergne, ne? Hier haben jetzt habe ich Hunger, Chat. Ich hol mir was zu essen, ich bin sofort da. Damer Auvergne. Ich weiß, liebe Freunde, ich habe tatsächlich kein Französisch gewählt. Aber liebe Freunde, ich erzähle euch mal, was es zum Essen gibt. Und zwar seht ihr das hier rechts eingeblendet. Leckere Burger, einmal mit Cheese, selbst gefrittiert. Und einmal einen Cheeseburger, alles in Miniform mit Gurkensalat und leckeren Kartoffeln. Okay, magst du Käse? Ja, why not? Magst du Käse? Ja, ich liebe Käse. Ja, dann fangen wir an zu essen. Ne? Was machst du so? Ich mach Fernsehen. Ja. Hast du schon mal was gesehen von mir? Ja. Was denn? Boah, warte. Wo hast du mitgemacht? Also ich... Temptation Island. Das war's. Ich glaube, das war's. Nee, und wo hast du noch mitgemacht? Are You The One? Du hast überall mitgemacht. Ich weiß nur, dass du bei vielen Sachen warst, aber... Ja. Temptation, Aito, jetzt zuletzt Kampf der Reality Stars. Hab ich was verpasst? Das habe ich nicht geguckt. Ja. Hab ich was verpasst? Hab ich mitgemacht. War gut? Ja. Sorry, Chat. Hab ich was verpasst? Ich will den Anfang mitbekommen. Muss nochmal zurückspulen. Magst du Käse? Ja. Mylon, magst du Käse? Hab mir einen Cookie geholt, aber so Protein-Cookie. Leider, ich habe nichts zu essen gerade. Ja, ich liebe Käse. Ja, dann fangen wir an zu essen. Was machst du so? Ja, okay, die haben rohen Käse. Darauf bin ich nicht neidisch. Chat 1 in den Chat, wenn ihr rohen Käse mögt. 2 in Chat, wenn nicht. Ich kann nur geschmolzenen Käse essen. Ich weiß nicht warum, das bei mir war das schon immer so. Rohen Käse konnte ich noch nie essen. Ich finde das eklig. Okay, Erbro, ey, echt viele können rohen Käse essen. Ich kann bei mir, rohen Käse kriege ich nicht runter. Bei mir, ich kann auch nicht in ein Brot Salami und rohen Käse dazu. Also so zu Fleisch rohen Käse, kann ich auch nicht. Er muss immer geschmolzen sein, wenn ich Käse habe. Ich mach Fernsehen. Ja. Ja. Hast du schon mal was gesehen von mir? Ja. Was denn? Boah, warte. Wo hast du mitgemacht? Also ich... Temptation Island. Das war's. Ich glaube, das war's. Nee, und wo hast du noch mitgemacht? Are You The One? Du hast überall mitgemacht. Ich weiß nur, dass du bei vielen Sachen warst, aber... Ja. Temptation, Aito, jetzt zuletzt Kampf der Reality Stars. Das habe ich nicht geguckt. Ja, das da habe ich mitgemacht. Ah, okay. Ist nicht böse gemeint, aber so sieht er auch eher aus, als würde er so aus so einer Richtung kommen. Gut. Ja, gewonnen. Ja? Mhm. Also das heißt so Fernseh ist dein Hauptjob, oder wie? Ja, Fernseh und ich mache auch Musik viel, ne? Ich trete viel in Diskotheken auf, mittlerweile auch auf Fest. Laser Luca, muss man sagen, einfach 8000 Mal hübscher. Meiner Meinung nach. Festivals und so.
Auf was für Festivals? Das sind eigentlich, sind das eher so Ballermann-Partys. Ah, ja. Ja, das sind so Ballermann. Voll mein Ding. Magst du? Nein. Was hörst denn du für Mucke? Ich weiß nicht, hätte eher gesagt so Hip-Hop. Ja, ja. Gut, habe ich auch immer gehört, ne? Aber ja. Ich mache ja auch jetzt nicht selber so Ballermann-Mucke. Ich rappe dann auch eher noch so. Ich komme eigentlich aus der Rap-Ecke so. Willst du mal was vorrappen? Soll ich denn? Ja. Fresh. Oh nein, Bruder, dafür bin ich nicht bereit. Dafür bin ich alles andere als bereit, Chat. Willst du mal was vorrappen? Soll ich denn? Ja. Freshness, Digga, meine Ketten sind zu schwer. Ich kann nicht mehr gerade gehen, aber will immer noch mehr. Will eine Villa voller Buddies, jede Pulle mach ich leer. Es gibt nur einen Weg, yeah, Road to Millionär. Ist es dein Song? Ja. Okay. auch wenn ich in dem Moment gelacht habe, weil ich fand den Text so lustig, aber ich muss sagen, ich finde es krass, dass er sich's getraut hat, weil ich hätte mich nicht getraut. Darauf willst du erstmal Käse essen? Ja, erst ehrlich. Ja. Aber er schmeckt geil. Besser als ich dachte, aber nicht gut. Ich dachte halt richtig scheiße und es war halt richtig scheiße einfach. Ja, ist lecker. Probier. Korrekt aber, dass er hier einfach auf locker was vorrappt, ne? Würde nicht jeder machen. Und der lange, der da runterhängt. Warte. Ja, okay. Warte, probier ich auch mal. Ne, okay. Kann man echt machen. Wie alt bist du? Ich bin 32 und du? 24. Liebe Freunde, ich glaube, zum Käse braucht man was zu trinken. Ich gehe mal einmal reinfragen. Also Geschwister? Nen Vino. Mhm. Eine Schwester. Mhm. Nur eine. Mhm. Jünger oder älter? Jünger, 20. Ja? Mhm. Ich habe auch einen jüngeren Bruder. Ja? Mhm. Würde ich sehr. Was geht? Wie alt ist er denn? Der wird jetzt 30. Wie alt bist du? 32. Schon ein gestandener Mann. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor den 30ern, bin ich ehrlich. Aber hat sich nicht viel verändert, oder? 30, dann geht das Leben erst richtig los. Ja? Geil. Er hat wieder einen Knopf zugemacht, Chat. Yes, let's go, Bro! Auf dem Weg zur Besserung. Ich darf euch natürlich fragen, was ihr gerne zu trinken haben wollt. Ich nehme auch mal eure Masken mit. Habt ihr euch die Karte schon angeschaut? Nee. Nee. Könnt ihr einmal kurz reinschauen. Ayran ist heute im Sonderangebot tatsächlich. Ich bin nicht so eine. Wo steht das? Oh. Trinkst du mit Alkohol oder ohne? Ohne. Ich hätte jetzt einen mitgenommen, aber... Ja, dann mach. Mach ruhig, ich brauche ja was zu tun in der Küche. Dann mach mir mal bitte... Alles oder nichts? Ach so, alles oder nichts ist halt, da ist wirklich alles drin, ne? Ja, dann gib mir alles oder nichts. Okay, was willst du? Eine Apfelschorle, bitte. Apfelschorle, okay. Bring ich euch sofort. Danke. Trinkst du Alkohol? Ja, aber nicht so oft. Ne? Nee, nicht so mein Ding. Gut so. Trinkst du viel Alkohol? Nee. Junge, er sieht so aus, als würde er sehr, sehr viel Alkohol trinken. Und ich hasse Leute, die exzessiv irgendwas machen und dann aber anderen sagen, so zum Beispiel irgendwer, der so durchgehend Zigaretten raucht, so alle 5 Sekunden. Und dann sagt er, rauchst du Zigaretten? Ah nein, Bruder, ich rauche keine Zigaretten. Ja, ja, besser so, machst du gut. Hast du gut gemacht. Junge, halt die Fresse, ich weiß, dass ich gut gemacht habe, Junge. Du bist hier der Schwanz, der Zigaretten raucht. Wenn du selber das, du kannst mir gar nichts sagen. Du darfst gar nicht mit mir reden in dem Thema. Du, Bruder, ich habe 10 Jahre mehr zu leben als du. Natürlich habe ich es besser gemacht. Wenn du weißt, dass das scheiße ist, dann hör auf zu rauchen. Er tut so, als wäre er darf nicht aufhören. Er darf gar nicht aufhören. Also unter der Woche eigentlich gar nicht? Ja. Statt jetzt heute. Und bei Alkohol ist es ja noch einfacher aufzuhören. Ah, mach so gut, so besser so. Einer geht schon. Ja. Entspannt. Ja. Aber sonst auch nur Wochenende, wenn. Mhm. Also so, man kann mal was trinken, das ist kein Problem, aber wenn man jetzt so ein richtiger Säufer ist, ist man bei mir in der falschen Adresse. Aber seit wann machst du das jetzt? Boah, schon lange. Meine erste Temptation Show war... Aber warst du als Verführer da oder warst du als, wie nennt man das andere? Paar. Ja. Pärchen. Du warst als Pärchen da? Zweimal. Oh. Ja, ich kenn mich damit nicht aus, wie als Pärchen da. Das wusste ich nicht. Ja, zweimal. Bist du fremdgegangen? Ja, geht. Also, was heißt das? Was, Bruder? Er ist fremdgegangen? Geht. Einige sagen, ja, ist schon fremdgehen, andere sagen, nö. In beiden Shows? Ah, doch, ja, in beiden Shows. Ja, doch, einmal schon. Er ist zweimal fremdgegangen! Aber, ja. Also, das heißt, du bist einmal fremdgegangen und einmal weißt du nicht, ob du fremdgegangen bist. Einmal war so auf der Dings. Ja, auf der. Aha.
Auf der Kippe so ein bisschen? Auf der Kippe, ja. Okay. Cheaten, also betrügen, so ein No-Go ist. Und das war gefühlt sein dritter Satz. Und auch nicht nur einmal, sondern mehrmals und dann auch noch im Fernsehen. Das ist irgendwie halt für mich direkt so... Dass man das nicht will, verstehe ich schon. Ne? Also das ist schon total in Ordnung. Das sehe ich auch so. Wie alt warst du da? Das ist ja 5. Bruder, er macht gar keinen Sinn. Er sagt, das sehe ich auch so. Bruder, du hast deine Ex-Freundin 2 Stück von denen betrogen im Fernsehen. Danach er sagt, ja, ich sehe das auch so. Hä? Jahre her jetzt, ne? 2019 war es, glaube ich, mein erstes Temptation war 2019 und ich kam dann halt, weil ich so verrückt war, von Temptation Island Staffel, kam direkt die erste Temptation VIP Staffel und da haben die mich einfach da mitgenommen, ja, und da war ich dann nochmal direkt. Und das heißt, du warst mit 2 verschiedenen Frauen? Ja, ich war bei der ersten Temptation Island, dann habe ich halt eine Verführerin kennengelernt, mit der war ich dann zusammen und bin mit der zu Temptation VIP gegangen, ja. Ach du Scheiße. Ja, okay. Das war, ja, so war das. Also du sagst, du bist so ein richtig Treuer. Ich bin mittlerweile, habe ich mich verändert, ne? Na klar. Mit den Jahren dann. So. Mit den Jahren, ja klar. Also ich hätte damals, habe ich auch einfach dann so eine Freundin gehabt, so war mir egal, ne? Und das, also. Geil. Bruder, er ist wirklich katastrophal. Er redet mit ihr wie so einer meiner Kollegen, der so ehrlich schlecht mit Frauen ist einfach. Der respektlos zu Frauen ist. Und er redet so mit einer Frau. Ach ja, Bruder, ich hatte dann eine Freundin, ja, Bruder, die habe ich nicht ernst genommen, weißt du, habe ich einfach alleine andere gescheppert, so, auf ganz entspannt. Ne, und habe das dann einfach gar nicht so ernst genommen, das mache ich natürlich nicht mehr so, ich gehe jetzt gar keine Beziehung mehr ein, wenn ich wüsste, ey, das was Vernünftiges ist oder so, weißt du? Bei dem Alles oder Nichts, liebe Freunde, machen wir das mal ein bisschen anders, ich zeige euch nicht, was ich alles reinmache, ihr werdet an seiner Reaktion einfach erkennen, was alles drin ist. Ja, wie viele Beziehungen hattest du schon? Richtige? Ja. 3 würde ich sagen. Mit den Temptation-Beziehungen? Ja, eine kannst du so mit dazu zählen, ja. Die erste. Hä? Die andere war auch wenig, 2-3 Monate oder so. Aber meine längste war meine erste so über. Chat, ich werde euch jetzt eine Story erzählen, ne? Okay, ich erzähle euch jetzt eine Story von einem Bekannten. Okay, wir definieren das Wort bekannt. Wir sagen, wir gehen nicht näher drauf ein. Ein Bekannter von mir hatte etwas mit einer Dame, die. Man bezahlt für gewisse Dienstleistungen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also auf einem sehr hohen Level, auf der maximalen Ausschöpfungsstufe. Und danach meinte er zu mir, es ist nicht Umo-Chat, danach meinte er zu mir, das zählt nicht zum Bodycount dazu. Er sagt, das zählt nicht, weil ich habe ja gezahlt. Ich sage aber nicht, wer es war. Ich kann nicht näher ins Detail reingehen. Alle Namen, die im Chat standen, sind falsch. So viel kann ich euch sagen. Aber wenn jetzt der richtige Name gleich im Chat steht, werde ich nicht mehr darüber reden, Chat. Nee, alle Namen, die im Chat bisher standen, sind alle falsch. Mich interessiert das, ob der Chat das irgendwie... Ich sag's noch einmal. Alles, was bis jetzt im Chat stande, war auch falsch. Und jetzt darf ich nicht mehr reden. Weil wenn jetzt der Name kommt, kann man rausfiltern, theoretisch. Ab jetzt kann ich nichts mehr sagen. War 1,5 Jahre. Und bei dir? Okay. Ja, ich hatte 2 Beziehungen. Wie lange waren die? 3 Jahre und 1,5. Boah, aber ja. Okay, du bist auch 24. Ja. Ja, und welche war zuerst? Die 3 oder die 1? Erst die 3. Ja? Ja. Ja, krass. Und warum? Auseinandergegangen? Long story. Achso, gibt's keinen Grund. Warte mal, hat sie gerade über Laser-Luca geredet? Warte mal. Boah, aber dir? Okay. Ja, ich hatte 2 Beziehungen. Wie lange waren? Warte, war sie jetzt zuletzt mit Laser-Luca zusammen oder davor? Ja. 3 Jahre und 1,5. Boah. Wie lange war sie mit Laser-Luca zusammen? 1,5, oder? Nicht 3. Ich glaube, 1,5 war sie mit Laser-Luca. Ja. Okay. Okay, du bist auch 24. Ja. Ja, und welche war zuerst? Die 3 oder die 1? Erst die 3. Ja? Ja. Ja, krass. Und warum? Auseinandergegangen? Long story. Achso, gibt's keinen Grund? Doch, gibt schon ein paar Gründe, aber... Ja, versuch mal in einem Satz. Es hat nicht so gepasst. Ja, okay, und sie waren alle nicht so ehrlich. So. Ja, okay. Ja, krass. Die waren alle! Sie hat nur 2 Ex-Freunde. Damit will sie sagen, Laser-Luca... war nicht ehrlich und im entfernten Sinne könnte man damit meinen, dass er ihr fremdgegangen ist, aber ich glaube das nicht! Hör auf, mir mein Laser-Luca schlecht zu reden, okay? Wir stehen alle hinter Laser-Luca!
außer es ist wahr, dann stehen wir nicht mehr hinter Laser Luca. Aber jetzt gerade stehen wir hinter Laser Luca, okay? Oder sitzen halt, ich sitze gerade, aber hinter Laser Luca. Laser Luca kommt aus Köln, das wäre in der Richtung. Also stehe ich wirklich hinter Laser Luca, sitze ich. Schicker. Ja. Bist du bereit für was offen? Also was Neues wieder? Ja, why not? Na klar. Ja. Wie lange bist du denn Single? Anderthalb Jahre ungefähr. Du? Schon länger. Ja? Noch 3 Jahre. Jetzt bist du so älter geworden, reifer. Genau. Und jetzt, ja, genau. Okay. Ich verstehe. Das klingt jetzt aber ironisch von dir so, ja, reifer. Nein, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ja, einmal, ich muss. Sieht aber geil aus. Ich muss sagen, da ist jetzt wirklich alles oder nichts drin, ne? Geil. Also, ich würde gern dabei sein, wenn du probierst. Weiß mal, cheers. Cheers. Boah, Alter. Alter. Boah. Ja, das war aber schon. Ist nicht lecker? Probier. Nee, danke. Also ist. Nee, passt. Also ist wirklich alles oder nichts, hey. Aber auch so nett gemacht mit so Kirschen drin und Erdbeeren. Ja, Seto hat sich Mühe gegeben. Na, Erdbeeren, ne? Dumm, Junge. Blaubeeren und Himbeeren. Mal Laugen. Sorry, er ist nicht dumm. Als allererstes, liebe Freunde, probieren wir etwas Geiles. Dafür brauchen wir dieses schöne Exemplar. Und zwar Brie de Meaux Fermier Ile de France. Also Brie-Käse. Da machen wir jetzt so runde Patties draus, sag ich jetzt mal. Geil. Hat super geklappt. Dann einmal schön in Mehl. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das lief ja. Das ist so geil geworden, Mann. Ich bin so froh. Im Bestfall reicht uns das schon. Dann machen wir jetzt nämlich noch 2 Fleischpatties dazu. Ist das dein Hauptjob auch in Insta? Ja, seit 3 Jahren. Ja? Ja. Und du verdienst dann gerne mit den Kooperationen wahrscheinlich, nehme ich an. Richtig, richtig. Ja, kenne ich. Habe ja auch ein paar. Machst du auch Kooperationen? Ja. Ich habe sogar richtig geile. Ja? Ja. Kennst du Salitos Bier? Wir brauchen nicht viel Fleisch, weil es sind ja Mini-Burger. Also 2 kleine Patties, bisschen mit Salz, Pfeffer und schön zermanschen, liebe Freunde. Ansonsten mal gucken, ich weiß nicht. Ich habe genug Fernsehen dieses Jahr gemacht. Ich will wieder weiter Musik machen. Lieber Musik? Was für Musik, Bro? Also, okay, wir hören mal rein. Wir geben ihm eine Chance. Wie hieß er nochmal? Calvin. Tomala, macht mich balla balla, Sophia Tomala. Macht mehr Spaß als Fernsehen? Mhm. Ja, ich auch so mehrmals, ich habe früher schon Musik gemacht und deswegen habe ich jetzt auch, ich sag mal, da hatte ich schon immer Bock drauf. Ja. Das Fernsehen war nur so Zufall, weißt du? Aber wie bist du dazu gekommen? Also warum hast du gesagt, du willst jetzt bei Temptation Island mitmachen? Das war meine Ex-Freundin. Sie wollte dahin? Mhm. Echt? Ich wusste gar nicht richtig, guck mal, jetzt ist Temptation bekannt. Mhm. Jetzt weißt du, was da abgeht. Ja. Damals, ich wusste gar nicht, was das ist. Nein? Nee. Die haben mir gesagt, boah, geil und keine Ahnung, du bist da in einer Villa mit 12 Mädels und Urlaub und Sonne, bla, du kriegst alles umsonst. Jeden Tag könnt ihr Party machen und so. Mhm. Da dachte ich schon, geil, boah, bin ich dabei. Und ich kam da rein und hab direkt Vollgas gegeben. Ich wusste nicht mal, wo die Kameras hängen und so. Ja, die sind ja nicht so auffällig, ne? Ja, nee, ja, damals, nee, war das. Hier haben wir eine gute Hitze erreicht, liebe Freunde. Heißt, wir fangen mal mit dem hier an. Es kann nur schief gehen. Oh, das lief gut. Wie random sind immer diese Einspieler, wie er kocht. Und jetzt brauchen wir schnell leckeren Käse, liebe Freunde. Und zwar nehmen wir den Comme Revrese Jura. Und du, würdest du reingehen? Nein, auf gar keinen Fall. Ne? Gar keinen Fall. Mhm. Aus welchem Grund? Nee. Bist du ein eifersüchtiger Typ? Ja, vielleicht schon. Ja, doch schon. Ja? Ja, das Ding ist halt. Guckst du auf Handy so heimlich, wenn einer da vorsteht? Ah, nein, das würde ich nicht machen. Okay. Das würde ich nicht machen. Aber so an sich, da ich nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, bin ich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei einer neuen Person eifersüchtig wäre. Aber ich war halt mal eifersüchtig, weil gewisse Dinge vorgefallen sind. So. Ja. Und deswegen kann ich es jetzt nicht einschätzen, wie ich im Allgemeinen bin, weil eigentlich bin ich sehr entspannt. Mhm. Aber wenn halt mein Vertrauen einmal so missbraucht worden ist, mäßig, checkst du, dann ist es halt so, ich glaube, dann kann man halt nur eifersüchtig sein, weißt du, weil dann vertraust du nicht mehr so richtig. Ja, ja, klar, logisch. Der Käse ist 1A geschmolzen. Wir haben ein Mini-Patty. Ich habe zum Glück noch etwas vorbereitet. Ich sage euch eine Sache, vertraut niemanden. Lecker Gurkensalat. Vertraut nicht mal euch selbst. Der hat jetzt schön gezogen, der muss nämlich eine Stunde ziehen. Rein da mit unseren 2 Bries. Die müssen jetzt schön perfekt werden, liebe Freunde. Aber so zum Beispiel, für mich wäre es schon too much, wenn eine Frau meinem Typen Lapdance geben würde. Echt? Ja.
Hat er gerade echt dazu gesagt? Bruder, für ihn ist ein Lapdance nicht viel zu viel. Er sagt echt. Bruder, ich komme nicht drauf klar, ne? Es gibt ehrlich solche Menschen. Manchmal ist mir das gar nicht klar, dass es auch so eine Leute gibt. Ich vergesse das immer. Ey, aber wir alle sind gleich, oder Chat? Oder ist einer von euch im Chat, der sich denkt, Bruder, ich habe Freundinnen, aber Bruder, ich gönne mir auch ab und zu Lapdance im Club. Ist so einer so zu mir, Bruder? Hamzik schreibt ja. Hamzik, das gibt 5 Minuten Timeout, sorry, muss sein. Oh mein Gott. Bisschen was hochgekommen. Drogen, der muss nämlich eine Stunde ziehen. Rein da mit unseren 2 Bries. Die müssen jetzt schön perfekt werden, liebe Freunde. Aber so zum Beispiel, für mich wäre es schon too much, wenn eine Frau meinem Typen Lapdance geben würde. Guck mal seine Reaktion. Guck mal seine Reaktion. Ja, okay. Wie echt? Das ist so Standard bei Temptation, ne? Ja, aber du hast eigentlich recht. Du hast eigentlich recht, ja. Weil im normalen Leben ist das ja auch nicht normal. Wie, du hast eigentlich recht? Natürlich hat sie recht! Das stimmt. Warum soll es dann bei Temptation normal sein? Ja, und wenn weißt das so ein Flaschendrehen-Ding ist, so... Nee, Pech. Pech. Ja, krass. Wollte mich auch... Er sagt Flaschendrehen! Das ist sein Trick, um das richtig zu sprechen. Wenn es Flaschendrehen ist, ist das okay für ihn. Mit meinen Witzen so ein bisschen zurückhalten, weil ich dachte, die denkt dann, was ist das denn für einer so, weißt du? So ein bisschen verhalten einfach. Deswegen, ich muss ein bisschen aufpassen, weißt du? Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen Sprüchen. Er hat noch gar nicht aufgepasst. Und so in dem Fall. Hä, würdest du das jetzt nicht schlimm finden, wenn deine Freundin einem anderen Typen so einen Lapdance geben würde und so den Arsch ins Gesicht strecken würde und keine Ahnung? Ja, scheiße, mag ich nicht. Ja, guck. Ja. So, also darf der Typ das ja logischerweise auch nicht machen. Da hast du eigentlich recht. Ja. Ja. Wie eigentlich? Bruder, dieser Typ tut gerade so, als ob ihm jemand 1+1 erklärt. Eigentlich hast du recht, weil ja. Ja, richtig, eigentlich schon. Ja, ne, und deswegen, also keine Ahnung, finde ich bei Temptation eigentlich fast alles schlimm. Und schreiben mit anderen Frauen? Nein, warum willst du mit anderen schreiben? Ich frage nur. Nein, schreiben. Also außer es sind jetzt so weibliche Freundinnen, weil ich habe auch männliche Freunde. So, das ist ja was anderes, weil man ist ja befreundet, aber so... Ja, aber männliche Freunde ist auch mal kritisch. Ja, aber ich bin mit denen schon wirklich seit dem Kindergarten und so. Ja? Ja. Ja, okay, weil viele sind... trotzdem Cap. Auch so, ne, das sind dann so, die machen immer auf männliche Freunde stehen, aber so, so lange nee, auch... Nee, so Leute habe ich nicht, so Leute hab ich nicht. Aber manche checken das auch nicht, ne? Ja, aber fast alle meine männlichen Freunde, also ich hätte gesagt, 95% sind sogar in der Beziehung. Ah, okay. Und meistens chill ich dann nicht nur mit denen, sondern auch noch mit der Freundin, weißt du? Hm. So... Also eigentlich wirklich entspannt. Mhm. Aber das ist was anderes. Aber so, warum solltest du sonst mit einer anderen weiblichen Person schreiben? Weißt du? Guck mal, ich sag euch eine Sache. Ein Mann kann mit einem Mädchen befreundet sein. Ja. Safe. Dann ist aber so eine Bedingung, dass er sich zum Beispiel auch in keiner anderen Art und Weise zum Beispiel attraktiv findet oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Und das schon mal ein bisschen weird. Du suchst ja nicht deine Freunde aus, nach dass du dir sagst, boah, der ist hässlich, mit dem will ich befreundet sein. Aber abgesehen davon, wenn man sagt, ey, doch, das geht. Ich persönlich sage, man kann als Junge niemals mit einem Mädchen so gut befreundet sein, wie mit einem Jungen. Check, wie ich meine? So, okay, wenn ihr sagt, ey, man kann als Junge mit einem Mädchen befreundet sein, ist ja schön und gut. Aber du kannst als Junge niemals so gut mit einem Mädchen sein, wie mit einem Jungen. Ein Junge kann wirklich dein Bruder sein, dein Bruder. Und jetzt könnten manche sagen, ey, ein Mädchen kann auch deine Schwester sein. Nein, ist nicht so. Kein Mädchen auf dieser Welt ist meine Schwester. Nur meine Schwester ist meine Schwester. Kein Mädchen auf dieser Welt kriegt diesen Status, das geht nicht. Du hast selber eine beste Freundin. Ich habe auch Freundinnen. Aber die sind nicht annähernd so gut mit mir wie meine Kollegen. Das sind nicht meine Birs. Das sind aus der Schule so. Mit denen bin ich befreundet schon sehr lange. Und man muss auch sagen, das sind die Freundinnen
von meiner Freundin. Checkt ihr? Deswegen. Aber meine richtigen Freunde sind meine Jungs, also mein enger Kreis. Zweimal hintereinander verbrannt ist so cringe, Leute. Hab's gerade selber gemerkt. Wenn das mal kein Patty ist, dann weiß ich auch nicht. Ebola, Ebola. Heiß und fettig trifft hier eine komplett neue... Das sah aber gut aus. Bedeutung. Ey, weißt du, wenn du mich jetzt ein bisschen erinnerst auf dich, das weiß ich auch. Digga, kennst du dieses... Agade Haktür Spinnern. Kennst du die? Ein bisschen nee. So? Siehst du aus wie... Du musst kennst mir du gleich mal ein Video von mir zeigen. Agade Haktür Spinner that thing. Kennst du nicht? Nein. Was so voll viral gegangen ist in nee. Amerika? Es ist halt in Amerika ist es halt richtig durch die Decke gegangen. Ja? Dieser Meme. Voll extrem. Es gibt da Remixe von... Die jetzt will ich auch wissen, welcher Meme. Die größten Dinger eingeladen und so. Ja? Ja, ja. Oh, er hat schon ein bisschen recht, ich sage ehrlich. Hä, aber wie sieht die aus? Agarina Hack. Diese hübsche, also mach dir keine Sorgen. Okay, es ist übrigens sehr geil gewesen. Isam, danke für die 12. Du kriegst jetzt noch ein Stückchen mehr. Ich krieg aber nicht, Alter. Das ist ja pure Dings. Warte, die Dame zuerst. Danke. Wir haben ein bisschen sehr knusprige Kartoffeln. Das habe ich mit Liebe gemacht. Dann einen Cheeseburger und einen Mini Camembert-Burger mit einem bisschen Gurkensalat. Sieht lecker aus. Dankeschön. Freut mich. Guten Appetit. Das sieht echt lecker aus. Deutsche komplett. Ja. Du? Meine Mutter kommt aus Polen. Okay. Ey, ich kenne aber auch welche, die aus Polen kommen, aber trotzdem komplett deutsch sind. Also die kommen dann so aus Schlesien oder so. Und die kommen aus Polen, aber sind deutsch. So deutsche Polen. Kann man das so sagen? Also ich kenne auch, ich habe auf jeden Fall ein paar Kollegen, die kommen aus Polen, aber sind deutsch. Weil das war ja, also da war ja ein Teil früher Deutschland, wenn ihr checkt. Wie? Ja, Bruder, so Schlesien und so, der Teil, der auch mal früher vor den Kriegen Deutschland war. Mannheim. Kannst du Polnisch? Mm-mm. Okay. Oh, ich weiß nicht, Mann, weil, also es ist schwer. Geht nicht, natürlich geht das! Natürlich, du kannst als Deutscher auch in Madagaskar leben, das geht. Bei ihr auf so eine Flirt-Ebene zu kommen. Es gibt auch Deutsche, die in Russland leben. Russlanddeutsche. Oder so, ne? Das geht nicht. Natürlich geht das! Wenn ein Deutscher irgendwann mal wegen der Geschichte ausgewandert ist in ein anderes Land, wegen Krieg oder so, und dann dort in dem Land lebt, und dann zweite Generation ist auch dann trotzdem deutsch. Von Wurzeln her. Nee, geht nicht. Ach, hier nervt mich. Fuck mich alle ab. Das war auch ein bisschen angespannt, ne? Ich hatte schon gesagt, dass wir uns eigentlich gut verstanden haben. Also, er war sympathisch, er war mega lustig. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in allen Sachen so auf einer Wellenlänge wären, aber er ist ein sehr sympathischer Mensch. Aber das Essen ist lecker. In Köln? Nee, ja. Kann ich eine Serviette haben? Ach nein, wenn da das Zeug vom Burger runterläuft und so, das passiert, da kannst du... Mann, das ist doch menschlich. Sorry, Leute, wie immer. Ja, hä? Natürlich ist das menschlich. Aufmerksam von mir. Wir haben leider keine Werte. Esst ihr beide mit den Fingern? Nee, ja. Also nur den Burger. Hast du auch einen Sprudel vielleicht noch? Natürlich. Du musst nur fragen. Also alles. Ja, ich würde noch einen Sprudel bitte nehmen. Aber sag keinen Sprudel. Schmeckt der? Geht so. Ich bring dir noch einen Sprudel. Schmeckt einfach stark. Ich bring dir noch einen. Willst du auch noch was, Peyton? Danke. So, Leute. Wir haben ein bisschen Zeit gewonnen. Die beiden sind jetzt am Essen. Ich habe mir aber heute was überlegt. Ich möchte was ausprobieren. Und zwar einen Zauberwürfel als Nachtisch. Mit Birne, Käse und Kuchen. Ihr könnt euch jetzt noch nichts drunter vorstellen. Aber ich blende euch hier schon mal das Rezept ein. Zauberwürfel mit Käse. Bruder, hä? Ist der Koch? Was? Dafür benutzen wir Forme de Amber Auvergne. Auch ein europäischer Milchkäse. Let's go. Was? Ich habe ein bisschen Einsetzen von diesem Teil. Trink Wasser. Mach ich ja. Hätte jetzt gerne noch Ketchup gehabt eigentlich. Ja, sag doch. Denkst du, Sadu hat Ketchup? Ja, geh ich mal von raus. Habt ihr Ketchup? Irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, was ist dein Lieblingsessen? Meins? Mhm. Döner. Ist dein Lieblingsessen? Ich glaube, ja. Würdest du so auf erstes Date... Sympathisch. ...Date dann so zum Döneressen einladen? Auf jeden Fall. Ist lecker, ne? Magst du auch? Erstes Date, Döneressen ist sogar gut, Chat.
Das ist wie, wenn man auf dem ersten Date extra mit einem schlechten Auto kommt. Und irgendwo sogar nicht mal, weil du machst ja nicht extra, ist ja wirklich was Leckeres. Checkt ihr? Bei einem schlechten Auto ist ja so quasi fake. Du kommst extra mit einem schlechten Auto. Bei einem Döner ist es, du testest, ob sie auch bereit ist mit dir, nicht in einem 5-Sterne-Restaurant zu essen. Und das ist schon wichtig. Weil, wenn sie am Ende nur an so teuren Sachen und sowas hängt, dann bockt das nicht. Ja, Döner ist lecker. Ja. Mhm. Aber nicht einen normalen Döner, also ich würde richtig Spezialdöner. Weißt du, die besten Döner, die es gibt. Mhm. Und das weißt ist du? Was? Muss ich dir zeigen. Döner-Date halt, ne? Und vor allem, als er dann auch gesagt hat, so, ja, sein Lieblingsessen ist Döner, da dachte ich mir so, beim ersten Date würde ich niemals einen Döner essen geben. Irgendwie finde ich das unangenehm, keine Ahnung. Ja, der Käse ist schon so perfekt geformt, da kann nichts schief gehen gleich. Was war eigentlich? Willst du öfter mit deiner Mama? Ja. Gut. Ja. Ich wohne sogar mit meiner Mama. Ja? Aha. Schon immer? Mhm. Also so in einer Wohnung dann? Wir haben ein Haus. Mhm, okay. Ja, und ich habe oben unterm Dach halt voll so, weißt du, eigenes Bad und so. Mhm. Dann geht das. Okay. Aber hast du eine eigene Küche? Nee. Oder kocht Mama? Mama. Das ist krass, Chat. Also ist ja süß sogar irgendwo. Bei uns ist das eigentlich auch in der Kultur so, dass man so lange zu Hause wohnt, bis man geheiratet hat. Aber Bruder, weil, also, so wie er sich gibt und sowas, scheint er jetzt nicht so der, wisst ihr, wie ich meine? Es scheint nicht so der, dass er das wegen der Kultur oder wegen der Familie so macht, sondern er sieht irgendwie so, oder ist, er hat, weiß ich nicht. Ja. Okay. Na klar. Also weil, Wäschst du ja auch deine Wäsche? Ja. Also so Hotel-Mama trotzdem? Ja, genau. Wolltest du irgendwie okay, mal auf? Ich will nichts dagegen sagen, Chat. Ich kenne ihn ja auch nicht persönlich. Vielleicht will er auch einfach bis bei seiner Mama bleiben und unterstützt seine Mama. Das kann ja auch voll gut sein. Da weiß man nie. Da würde ich niemals was Schlechtes sagen. Ziehen? Ne, ich meine, ich habe, Erstens, ich hatte gar keinen Bock, alleine zu wohnen. Irgendwie das aber hast du mal mit einer Freundin zusammen gewohnt oder irgendwas? Mhm. Also immer nur bei Mama? Ich habe immer, ja. Okay. So gehen so, ja. Mhm. Aber die letzten 2 Jahre war ich auch voll viel unterwegs und so. Ne? Das heißt, ich hätte gar keine Zeit gehabt, erstmal auszuziehen. Zweitens hätte es sich sowieso nicht gelohnt, weil... Weil du nie da warst. Weil so. Ich fast nie da war. Mhm. Ne? Und das ist ja bescheuert dann. Ich meine, ja. Ich habe eine Eigentumswohnung, aber die vermiete ich halt einfach. Also da wohnst du nicht drin sozusagen. Nee, aber ich könnte halt, wenn ich will, ausziehen. Mhm. Ne? Aber es ist halt mehr Arbeit. Ja, ja. Weißt okay, du? Okay, stark. Das sehe ich dann, okay. Macht gerade keinen Sinn. Wo wohnen deine Eltern? Also... Wir wohnen auch in einem Haus, aber alle separate Wohnungen sozusagen. Ach ja, auch geil. Ja, also schon. Ich hab gesagt, reich, Chat, sorry. Ich hab's gesagt. Das ist reich. Das ist reich. Und alle separate Wohnungen mit Küche, Bad und keine Ahnung, aber es sind ja, halt jeder hat eine eigene. Genau, aber es sind in halt Mannheim. Vor Ort, aber ja. Weil ich möchte halt einen Mann haben, der eigenständig ist. Ich wasch eigenständig, ich habe halt so mein Ding, ich habe mein Business, ich habe meine Wohnung und dann erwarte ich das Gleiche, was ich habe auch von meinem Mann. Und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, wenn er noch zu Hause wohnt. Das ist am Wochenende geplant? Noch gar nichts. Ne? Hm. Frei? Ja, weil ich bin ja gerade so aus dem Urlaub gekommen. Wie weit ist Mainz von Mannheim? 30 Minuten. Mainz, 30 Minuten. 45 höchstens. Ich trete auf am Samstag in Mainz. Ja? Komm vorbei, wenn du Bock hast. Wo trittst du auf? Ich muss jetzt auf mein Handy gucken. Ja, egal, du kannst mir einfach später nochmal sagen. Ja. Aber magst du sowas? Also macht dir sowas Spaß, so auftreten? Ja, doch schon. Ja? Also wenn die Leute geil sind, ist halt mega geil. Also ich muss sagen, ich fand ihn wirklich... Wenn die Leute geil sind, ist mega geil. Sehr, sehr lustig und mega nett. Und hätte ich jetzt eine Freundin, die sagt, sie kommt mit, dann würde ich mir auch sein Konzert angucken, weil es würde mich schon interessieren, was er so macht an Musik, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Aber was hast du vor Fernsehen gemacht, also bevor du ins Fernsehen gegangen bist? Ja, ich habe auch eine Ausbildung gemacht. Als was? Als IT-Systemkaufmann. Okay. Ja. Auch fertig? Ja, klar. Okay. Ja, ja. Und dann habe ich bei einem großen Telekommunikationsunternehmen war ich tätig. Okay, ja gut. Ding, 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 ding. Ja. Ja, und danach hast du Fernsehen angefangen und dann aufgehört damit. Ja, sozusagen. Halten wir kurz fest. Es ist so geworden, wie ich es wollte. Ich habe nur Angst, es anzufassen. Und ich habe Angst, dass es zusammenkracht, bis ich dort bin. Was hast du denn vor deiner Influencer-Geschichte gemacht? Schule halt und danach meine Ausbildung als Industriekauffrau. Ach so, Industriekauffrau. Okay. Jo. Ja, jo. Und die habe ich dann verkürzt und als ich fertig war, da lief halt Social Media schon, habe ich dann halt mit Social Media weitergemacht und habe halt nicht nach der Ausbildung dort weitergearbeitet sozusagen. Ja. Leute, ich habe mir echt viel Mühe gegeben, aber ihr müsst teilen, okay? Was ist das?
Das ist ein Käsewürfel. Hast du mal schön gemacht. Mit angebratener Birne und Kuchenstückchen drin. Also wenn man Brot. Nee, wenn du alles drei kommst. Ey Chat, ich muss einmal kurz sagen, weil viele von den Influencern haben so Ausbildungen angefangen und dann war in meinem Kopf, ey, es haben echt nicht so viele Leute Abitur von den Leuten, die ich so kenne aus dem Internet. Und das ist jetzt nicht ich, der flexen will, dass ich Abitur habe, sondern man braucht wirklich kein Abitur, ne? Also Abitur muss nicht sein. Bro, wenn du weißt, wenn du früh weißt, was du machen möchtest, ist sogar richtig gut, wenn du direkt deinen eigenen Weg gehst. Das ist das Beste, was du machen kannst. Aber ihr müsst nicht früh wissen, was ihr machen wollt, ne? Lasst euch eure Zeit so. Es ist wichtig, euch keinen Druck zu machen. Ich habe mir damals unnormal viel Druck gemacht. Ich habe studiert, Maschinenbau, es hat mich nicht krass glücklich gemacht, so. Ich habe es auch irgendwo von meinen Eltern gemacht. Hätte ich das gemacht, was ich wirklich gewollt hätte, hätte ich weiter was in Richtung Schauspiel gemacht. Aber konnte ich einfach nicht machen, so meinen Eltern zuliebe und, Bruder, es gibt ja kein Geld, so, wenn man, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen habe ich es damals nicht gemacht. Dann bin ich zur Polizei, das war schon besser, da habe ich mich verletzt. Und dann habe ich erst gesagt, ey, jetzt kann ich gerade eh nichts anderes machen. Jetzt traue ich mich mal das, was ich machen will, jetzt mache ich einfach YouTube. Deswegen, wenn ich euch einen Tipp mitgeben kann für die Zukunft, macht einfach das, was ihr denkt, was euch später Spaß machen wird. Also, macht ruhig was Sicheres, aber wenn ihr vorher wisst, ey, das und das würde ich gerne machen, dann müsst ihr nicht unbedingt euer Abitur machen, dann müsst ihr nicht unbedingt studieren, dann probiert euch da wirklich aus. Macht einfach. Die jungen Leute sind eh immer cleverer als die alten, weil ihr noch so Internet und sowas auf eurer Seite habt. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr könnt Internet benutzen, um euch selbstständig zu machen und so weiter und so fort. Das können die ganzen alten Knacker gar nicht. Kombinierst, soll es gut schmecken. Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben und freue mich natürlich über positives Feedback und eine gute Bewertung auf TripAdvisor. Auf was? TripAdvisor. Und wie kommt's? Ich habe es selber nicht probiert. Willst du probieren? Ich probiere es gleich mal in der Küche. Ich lasse euch wieder alleine. Ich merke schon, ich merke schon nicht. Ohne mich lief das so ein bisschen flüssiger. Wie sagt man denn in der Stadt? Peyton.r. Also 800.000 Follower. Krass. Ja. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum die Mädels sich beschwert haben, ob du den Freund blockieren kannst. Warum? Poste ich so schlimme Sachen? Schlimm nicht. Aber? Dass die Jungs das liken, ist klar bestimmt, oder? Die Bikini-Bilder und so, ist klar. Das Essen hat gut geschmeckt, das Feedback war gut und das freut mich. Wahrscheinlich liegt es auch an der großen Auswahl an Käse, die wir heute zur Verfügung hatten. Und da geht natürlich auch ein dicker Kuss raus an unseren Partner heute. Denn so können wir auch weiterhin solche Videos für euch finanzieren und möglich machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein ins Spiel. Ich baue mal da drinnen um. Ich komme zu euch, denn ihr könnt hier bei diesem ganzen Date natürlich auch, wenn ihr sagt, der Gegenüberliegende ist nichts für euch, wenigstens Geld mit nach Hause nehmen. Welche willst du? Du kannst aussuchen. Soll ich aber irgendeinen nehmen? Nimm einfach irgendeine. Darf ich umdrehen? Ja, kannst laut vorlesen. Hä? Wackeliges Kennenlernen. Wackeliges Kennenlernen, genau. Das Spiel Jenga hat unsere Kindheit bereichert. Die Hälfte der Holzklötze hat auf der Unterseite eine Luftballon-Challenge, 2 Münzen jeder. Also, das Spiel ist eigentlich ganz einfach. Die Frage ist, ob ihr da beide antreten wollt. Also Jenga ist schon vorbei. Und zwar könnt ihr beide jeweils 2 Münzen für euch verdienen. Der Luftballon ist ganz unten zwischen euch und muss bis an den Kopf hoch. Die haben Jenga schon verkackt. Ist egal, ihr dürft nur nicht eure Hände benutzen. Habt ihr da beide Bock drauf oder wollt ihr nicht antreten? Wenn einer nicht antritt, kann der andere logischerweise auch nichts verdienen. Komm. Ja, wir können probieren, ja. Also ihr klemmt den jetzt zwischen die Füße sozusagen und dann... So oder wie? Ja. Ja. Und jetzt muss der nach oben wandern irgendwie. Oh nein, Bruder. Soll ich jetzt gar nichts machen? Du musst jetzt kommst du schnell aus dem Intro. Genau so? Ja, ich hab ihn aber nicht, warte. Ja, jetzt hab ich ihn. Und jetzt? So, warte, jetzt überlege ich, wie wir den hochkriegen. So, warte, komm mal her. Ich hab grad selber gemerkt, so runterknien gerade, falscher Move. Aber ich hab eine Hose drunter. Warte. Und jetzt musst du aber dein Ding, dein Bauch hier hin. Ja, warte. Genau so. So, jetzt machen wir hoch. Ja, wie kriegen wir den jetzt hoch, ne? Warte mal, bleib mal so. Oha! Oha! Geld, das ist okay. So, das gilt noch, ja. Und jetzt? Vielleicht auf dem Rücken drehen. Oh, genau, das so. War gut. Warte, bleibst du botsch mal nach vorne? Nein! Ja, der zählt. Das ist okay. Gut, Bruder. So. Ich habe selten sowas Seltsames gesehen, ne? Es war echt unangenehm gerade. Chuck. Oh Gott. Wer sagt Chuck?
Das hat mich noch mehr getriggert als die Szene davor. Wer sagt denn Chuck? Chuck Norris oder was? Es sieht gut aus, aber es sieht auch wackelig aus. Ihr dürft erstmal 2 Münzen jeweils in euer Sparschwein schmeißen. Die habt ihr euch natürlich verdient. Perfekt. Gebt euch eine feste 10 Sekunden Umarmung, 2 Münzen. Das ist ja easy. Wie random. 10 Sekunden, zählt's ja runter? 10, 9, 8. Über Umarmungen verliert man sich übrigens. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Bei der Hitze gebe ich euch doppelt Respekt, ihr kriegt 3 Münzen. Oh, wie nett, danke. Boah, krasse Challenge. Mir ist auch so heiß und ich muss nichts machen. Perfekt, 5 Münzen jeder schon. Ist gut. Der, so, der muss das ist schon nicht schlecht, ja. Also wenn ihr Fofi gedreht habt, sind das schon 250 Euro. Nicht schlecht. So, und jetzt, Alter? Der kippt safe gleich um. Der Turm ist schon sehr wackelig, meine Damen und Herren. Oh. Aha. Was ist das schönste Körperteil des anderen? Wie viele Punkte? Eine Münze. Nur du stellt musst das mal beantworten. Stell dir mal vor, da stand da gar nicht drauf. Das ist das erste Mal keine Gruppenaufgabe. Was nehmen wir denn bei den ganzen Schuhen? Schauen wir mal. Ich würde sagen, ihre Augen aber. Das ist sogar nett, danke. Ja, ihre Augen. Perfekt, hast du eine Münze verdient. So einfach kann es gehen. Siehst du? Setz dich auf den Schoß des anderen 3 Münzen. Nee, die kann ich abgeben, die Bilder, die will ich im Internet nicht finden. Kann ich nachvollziehen. Hättest du es gemacht, Calvin? Ja, klar. So auf meinen Schoß setzen? Ja, sicher. Aber voll schwer für sie, ja. Ja, aber ist halt das Spiel. Kriege ich auch die 3 Münzen, wenn er sich auf meinen Schoß setzt? Nö. Dann kriege ich die. Nee, das ist ja gemein. Dann wir können sagen, jeder kriegt dann 2 Münzen. Ja, okay, dann setz ich her. Sicher? Ja, ich wieg 100. Wie viel wiegst du? 100. Ist okay. Ach du Scheiße. Setz dich hier. Sicher? Ja, setz dich drauf. Ach, boah. Der macht sich auch noch schwer. Wie lange? Okay, nee, du während dem Spiel. Ach so, das ganze Spiel? Ja, ja. Das ist das Spiel. Boah, ist das am Wackeln. Ich glaube, das war's, liebe Freunde. Ich glaube, das war's. Oh, wenn du den hinkriegst. Wie geht's dir, Peyton? Ja, das ist alles gut. Sag ruhig, ne? Ist ein bisschen heiß hier unten. Stimmt, wir haben es ja noch übel warm. Hey, schon wieder nichts. Schon wieder nichts. Es tut mir voll leid. Eine Minute in die Augen schauen. Ein Punkt. Dann müsst ihr beide, also ist wieder für beide das Spiel. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Bruder, was sind das für Spiele? 22, 21, 20. Ich hab's nochmal spannend gemacht, aber Ende habt ihr gemerkt. Ihr habt wieder beide eine Münze verdient. Das ist krass, dass der Turm immer noch steht. Wir haben 6 Münzen each. Das könnten 300 Euro sein im Maximum. Der ist gut. Das ist echt gut. Und? Ui. Steht was drauf. Kuss auf die Backe, beide 2 Münzen. Oh, die ist hart. Der ist ja unfassbar. Harte Challenge, oder? Muss ich das machen? Das muss Peyton auch mitentscheiden. Ein Kuss ja, auf die Wange. Komm, mach. Aber 2 Münzen ist stark. Oder ey, Kuss langsam. Auf die Backe war so random, weil normalerweise so, ich habe noch nie von irgendeinem random Menschen einen Kuss auf die Backe bekommen, aber ich fand es jetzt nicht schlimm fürs Spiel. So, oh Gott, wäre es auch voll unangenehm gewesen, weil er war so, ja, kann ich machen, dann zu sagen, nee, lass mal irgendwie, deswegen, war auf jeden Fall voll okay. Ich habe noch nie so einen leeren Turm gesehen. Das ist echt Wahnsinn, Alter, dass der noch steht. Der steht echt gut. Das sind die ganzen Fragen. Da sind sie auch. Das sind die ganzen Fragen, die nicht gekommen sind. Was hast du? Nein, das hätte ich eh nicht gemacht. Spiel eine Szene nach, wie du dein Date im Club ansprechen würdest. 2 Münzen, okay. Hättest du es nicht gemacht? Ich habe noch niemanden angesprochen, deswegen. Okay, du musst jetzt 3 Münzen an ihn abgeben. Ich muss sagen, das Spiel war sehr, sehr lustig. Also ich hätte gerne noch mehr so Aufgabenfragen gehabt, aber das Spiel wäre sehr lustig. Die Entscheidung. Der rote Teppich ist ausgerollt und wir wollen wissen, ob die Kandidaten auf ein zweites Date gehen das Finale. Oder sich für das Geld das entscheiden werden. Wird das Schwein von einer Person fallen gelassen, kriegt diese ihre Silbermünzen in Euro ausgezahlt. Tun dies aber beide gleichzeitig, gehen beide leer aus.
hat Zeddo den Countdown runtergezählt und beide Teilnehmer halten ihr Sparschwein noch in der Hand. So haben sich beide für das Date entschieden. Die Angaben zum zweiten Date werden von Zeddo im goldenen Umschlag überreicht. Das Date ist vorbei. Ich hatte das Gefühl, ihr habt euch vom Ding her gut verstanden, muss aber natürlich nicht heißen, dass ihr euch nochmal sehen wollt. Das wissen wir jetzt nicht. Es ist auch ein Kuss gefallen, übertrieben gesagt. Aber gut. Ich bin gespannt, was ihr jetzt antwortet. Ich habe hier einmal Calvins Umschlag mit Geld, Peytons Umschlag mit Geld und euer zweites Date, falls ihr euch für ein zweites entscheidet. Also ich bin hyper im Zwiespalt. Lass das Ding jetzt fallen oder nicht? Ne? Weil für mich ist es doch immer ein bisschen schwer. Lässt sie das nicht fallen und ich lasse das fallen, so dann die Arme so. Weißt du, wie ich meine? So denke ich dann immer. Ich werde von 5 runterzählen und bitte euch, bei der imaginären Null das Schwein fallen zu lassen. 5, 4, 3, 2. Ich sage, beide machen nicht. Ich hätte aber sowas von runtergeschmissen. 1. Was soll ich sagen? Ist halt so. Jetzt tut er mir leid. Jetzt tut er mir leid, Chat. Jetzt tut er mir leid. Oh mein Gott! Nein. Sie hat sich einfach für die 5 Euro entschieden, statt zweites Date. 5 Euro, Chat. Wie kriegt sie? 5 Euro. Oh mein Gott. Hätte sie gesagt, nein, ich will das Geld nicht, aber auch kein zweites Date wäre besser gewesen. Oder? Ist okay. Ich fände es auch voll in Ordnung, wenn sie sagte, ey, ist nicht mein Typ oder so. Ja, Peyton, du bist uns eine Erklärung schuldig. Ich glaube, er ist ein richtig, richtig netter Mensch. So. Mhm. Freundschaftsmäßig, easy, aber ich würde halt keinen Typen daten, der schon mal betrogen hat. Oh, da müssen wir auch nochmal drüber. Guck, und jetzt kommt aber das Problem, was ich eben angesprochen habe. Sie sagt, freundschaftsmäßig würde sie sich mit ihm anfreunden, aber wir wissen alle, dass er mehr von ihr wollen würde. Und sie sagt, gerade eben meinte sie so, nein, nein, ich habe nur männliche Freunde, die nichts von mir wollen. Aber sie würde sich mit ihm anfreunden. Bruder, in welcher Welt würde er als Freund funktionieren? Als richtiger Freund für jetzt sie zum Beispiel? Niemals, Bruder! Ein Anruf, er ist bei ihr im Bett, wenn sie wollen würde. Deswegen macht diese Aussage keinen Sinn. Drüber reden. Nee, ich finde, es gab eigentlich nichts im Date, was hätte besser laufen können. Ich glaube, er ist einfach nur nicht mein Fall von Mann, den ich daten würde. Ja gut, wie lange ist das jetzt her? 5 Jahre? Verjährt sowas? Schwierig. Ja. Ach, alles gut. Hey, alles gut. Nee, du wärst noch am zweiten Date gegangen? Ich hätte, ja klar. Also ich meine, hier kann man ja gar nicht so richtig sich kennenlernen. Ja. Ich verstehe. Peyton, du hast 7 minus 3 Münzen verdient. Bedeutet 4 Münzen und das waren insgesamt, es können maximal 200 Euro sein, aber es können auch 20 Euro sein. Du hast die 5 Euro gedreht. Bei Calvin. Digga, sie hat ihn für 20 Euro auseinandergenommen. Den lösen wir natürlich auch auf. Du hast auch 5 Euro gedreht. Und es wäre ein Fuffi gewesen, den du verdient hättest. Und was euer gemeinsames Date gewesen wäre, finden wir jetzt raus. Glückwunsch, ihr bekommt ein Sushi. Ja, Sushi. Ja, das wäre euer Gewinn gewesen. Der wäre auf jeden Fall teurer gewesen als das hier. Er macht immer mehr auf, ne? Ist das krass. Aber gut. Wahrscheinlich, so wie es aussieht, werdet ihr euch erstmal nicht wiedersehen. Aber, achso. Jetzt macht er wieder zu. Wo sie Nein gesagt hat, hat er wieder seine Knöpfe zugemacht. Hört ihr? Darf ich sie ihm geben als Entschuldigung? Nein, als ob Sprit ich... Geld. Nein, nein, nein. Wenn das jetzt 500 gewesen wäre, hättest du mir die auch nicht gegeben. Doch. 100%. Ja. Echt? 20 Euro ist ihm zu wenig. Nein, alles gut. Halt. Auf jeden Fall war es das mit diesem Date. Es war super unterhaltsam, liebe Freunde. Danke an euch beide. Schaut unbedingt bei beiden vorbei. Bei Calvin natürlich auch auf Spotify. Er hat ja ein bisschen was von seiner Musik uns zeigen können. Bei Peyton hauptsächlich Instagram, TikTok. Checkt das Ganze gerne ab und abonniert gerne diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt. Denn wir geben uns Mühe, hier jeden Sonntag für euch ein Video hochzuladen. Und ich hoffe... Okay, ja. Das Video an sich war aber gut. Das Video an sich war gut. Hat Zeddo gut gemacht.